Ihr Gemach für die Nacht, Lady Barbara. Ja, ich denke, damit komme ich zurecht. Sind ja Gottlob auch nur ein paar Nächte. Es ist dies das prächtigste Gästezimmer auf Canterville Chase. Ach ja? Dann muss ich wohl einen anderen Standard gewöhnt sein. Die Kerze. Danke. Ich wünsche eine gute Nacht. Wie nett. Sollten Sie noch etwas benötigen, ziehen Sie einfach an diesem Klingelzug dort. Danke. Darauf wäre ich wohl nie gekommen. So was. Es ist dies das prächtigste Gästezimmer auf Canterville Chase. Wie gut, dass ich meinen eigenen Butler mitbringe, sobald der Lord und ich erst verheiratet sein werden. Was war denn das? Hallo? Ist da jemand? Würde. Ja, es besteht kein Zweifel. Ob ich mal... Ja, unbedingt. So schnell lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen. Puh. Ist da jemand? Mark und Bein. Hallo? Guten Abend. Ah! Ein Gespenst! Es wird mich umbringen! Ah, Hilfe! Hilfe! Rettet mich! Ah! Nein, wie grässlich! Ein Albtraum! Nie und nimmer heirate ich einen Lord, in dessen Schloss eine solch grauenhafte Erscheinung umgeht. Benötigen die Lady womöglich eine Laterne oder finden Sie den Weg auch so hinaus? Sie unverschämter Kerl! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, Mr. Otis. Sie und Ihre Gemahlin haben die Absicht, Canterville Chase zu kaufen? Ja, ganz recht. Das haben wir, Lord Canterville. Naja, ist dieses Anliegen so ungewöhnlich? Ja. Das Schloss steht doch zum Verkauf. Oder sind wir falsch informiert, was das betrifft? Nein. Gott sei Dank. Nur zu gerne würde ich das Schloss verkaufen, aber... Dann werden wir uns sicher rasch einig werden. Als meine Frau und ich nämlich unseren Kindern mitteilten, dass die amerikanische Regierung mich als Botschafter nach Großbritannien schicken würde, war das Erste, was Washington sagte, wenn wir nach London ziehen, werden wir dann auch in einem alten englischen Schloss wohnen, Daddy? Und daher... Verzeihen Sie. Ja? Washington? Ja, Washington. Unser ältester Sohn. Seine Namensgebung ist wohl einem kleinen Ausbruch von Patriotismus in unserer Familie zum Zeitpunkt seiner Geburt zuzuschreiben. Ja. Nicht wahr, Darling? Gewiss. Also, in England würde niemand auf die Idee kommen, seinem Kind den Namen einer Stadt zu geben. Aber bitte, fahren Sie fort. Recht gern. Die Zwillinge waren daraufhin vollkommen aus dem Häuschen vor Vorfreude, denn... Die Zwillinge? Ja, Timmy und Jamie, unsere Jüngsten. Zwei richtige Lausbuben, durch und durch. Die Vorstellung, in einem Schloss zu leben, klang natürlich sehr verlockend für die beiden. Ich fürchte, das haben Sie mit den meisten Bürgern der Vereinigten Staaten gemein. Nebenbei gesagt, nur zu verständlich, dass Sie sich von Kultur... von großer europäischer Kultur
angezogen fühlen. Wie viele Kinder haben Sie denn, wenn ich fragen darf? 4. Nach Washington kommt Virginia. Benannt nach dem gleichnamigen amerikanischen Bundesstaat? Richtig. Sie ist fast 16 Jahre alt und macht uns viel Freude. Einerseits ist sie so anmutig wie ein junges Reh, andererseits so verwegen wie eine wilde Amazone. Wie darf ich das verstehen? Sie sitzt brillant im Sattel. Genau. Was das betrifft, macht ihr niemand etwas vor. Mit ihren Reitkünsten hat sie bereits in Amerika beeindrucken können. Ja, aber auch hier in ihrem Land reagiert man begeistert. So. Neulich hat sie sogar den alten Lord Bilton zu einem Rennen im Park herausgefordert. Oh, Lord Bilton. Ich kenne ihn als einen sehr guten Reiter. Das ist er, zweifellos, aber... Bei weitem nicht so gut wie unsere Virginia. Ach. Stellen Sie sich vor, um 1,5 Pferdelängen eher erreichte sie das vereinbarte Ziel. Erstaunlich. Nicht wahr? Der junge Duke of Cheshire verliebte sich deshalb auf der Stelle in sie. Noch im Park machte er ihr einen Heiratsantrag. Cheshire? Das wird seine Eltern wohl eher weniger erfreut haben. Ich fürchte, Sie haben recht. Allerdings kann ich mir auch etwas Schöneres vorstellen, als einen adligen Schwiegersohn zu bekommen. Ja, wir sind nämlich Demokraten. Und das durch und durch. Jawohl. Dieser Cecil Duke of Cheshire wurde Gottlob noch am selben Abend unter heftigsten Tränen nach Eton zur Schule zurückgeschickt. Und unsere Tochter weinte nicht minder heftig. Die